Hallo, ich bin Dieter Walz und heute darf ich Ihnen unseren redesignten Außenbewegungsmelder RC Plus Next N130 vorstellen. Dieser Außenbewegungsmelder ist optimal geeignet für schmale Grundstücke, Wege und Einfahrten. Bei Auslieferung ist der RC Plus Next N in der Werkseinstellung und sofort betriebsbereit. Daher stehen die Potentiometer auf Sonne und Test. Standardmäßig sind die Werte Nachlaufzeit mit 3 Minuten und die Einschaltschwelle mit 20 Lux hinterlegt. Montiert werden kann der Melder ganz einfach. Für die Montage wird der Montagesockel auf einer festen Unterlage mit 2 Schrauben befestigt. Dabei muss vor allem die Kabeleinführung beachtet werden. Die Kabeleinführung kann von insgesamt 3 Seiten vorgenommen werden. Von oben, von unten, wandseitig. Hierzu wird eine zusätzliche Dichtung benötigt. Und jetzt nehmen wir den Anschlusssockel und stecken ihn auf den bereits montierten Montagesockel. Wie eine Feinjustierung stattfinden kann, sehen Sie im folgenden Beitrag. Hier an dieser Stelle sehen wir die Einstellelemente für eine präzise, mechanische Reichweiteneinstellung individuell für jeden Sensor. Mit der individuellen mechanischen Einstellung der einzelnen Sensoren kann die Reichweite präzise angepasst werden. Bitte beachten Sie, dass der Außenbewegungsmelder in einer empfohlenen Montagehöhe von 2,5 Metern montiert wird. Nach der richtigen Montage und Anschluss der Netzspannung durchläuft der Melder einen Selbstprüfzyklus. Dieser dauert 60 Sekunden an und während dieser Zeit reagiert das Gerät nicht auf Bewegung. Kommen wir nun zu den Einstellungen. Nach Entfernung der Abdeckung unterhalb der Linse können wir direkt die Potentiometer-Einstellungen vornehmen. So können beim 130-Grad-Modell ein Sensor, beim 230-Grad-Modell 2 Sensoren und beim 280-Grad-Modell 3 Sensoren unabhängig voneinander eingestellt werden. Das sind unsere beiden Potentiometer für die Nachlaufzeit und Luxwert. Hier der kleinere Linsenbereich ist der 360 Grad Untergrießschutz. Diesen können Sie über die Fernbedienung oder unsere BEG-App abschalten. Möchten Sie zusätzlich den Erfassungsbereich verkleinern, können Sie die beiliegenden Abdecklamellen nutzen. Diese können Sie an eine gewünschte Stelle der Linse befestigen. Somit wird der Melder blind für eine Bewegungserkennung an dieser Stelle. Kommen wir zu 3 weiteren Einstellelementen: den Testbetrieb, die Nachlaufzeit und den Impuls. Der Testbetrieb dient zur Ermittlung des Erfassungsbereiches. Dazu wird bei jeder Bewegung das Licht kurz eingeschaltet. Die Nachlaufzeit ist die Dauer nach einer Bewegung, in der die angeschlossene Last eingeschaltet bleibt. Es ist eine Dauer zwischen 15 Sekunden und 16 Minuten wählbar. Hierzu später mehr. Übrigens, wenn Sie die Betriebsart Impuls auswählen, wird bei Bewegung für eine Sekunde ein Spannungsimpuls gesendet. Anschließend ist eine Pause von 9 Sekunden. Nun weiter zur Anwendungserklärung der Einschaltschwelle. Die unterschiedlichen Symbole stehen für verschiedene Lux-Werte, wobei der schwarze Mond für Nachtbetrieb steht, schaltet nur bei Dunkelheit. Und bei Stellung Sonne ist die Lichtauswertung inaktiv, Tag- und Nachtbetrieb. Energieeinsparung ist ein aktuelles Thema. Unser Beitrag dazu, die dynamische Nachlaufzeitanpassung. An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis: Diese Funktion steht nur dann zur Verfügung, wenn die Einstellungen mit der Fernbedienung oder der App durchgeführt werden. Sobald die Nachlaufzeit über die Potentiometer eingestellt wird, steht die Funktion nicht mehr zur Verfügung. Wie nun die dynamische Nachlaufzeitanpassung genau im Detail funktioniert, sehen Sie im folgenden Einspieler. Der Melder erkennt die Bewegungsrichtung von sich im Erfassungsbereich, von bewegenden Personen oder anderen Wärmequellen. Bewegt sich eine Wärmequelle auf den Melder zu und diese wird zuletzt vom Sensor des Unterkriegsschutzes erfasst, reduziert sich die Nachlaufzeit auf 1/4 der am Gerät eingestellten Dauer. Das bedeutet, wenn Sie eine eingestellte Nachlaufzeit von 16 Minuten haben, werden dem Gerät sich nähernde Wärmequellen mit einer Nachlaufzeit von 4 Minuten angepasst und sich vom Gerät entfernte Wärmequellen mit einer Nachlaufzeit von 16 Minuten. Mit der Fernbedienung oder App können Sie die dynamische Nachlaufzeit programmieren. Sollten Sie diese Funktion deaktivieren wollen, muss der Melder unter Verwendung der Potentiometer zurückgesetzt werden. Die Nachlaufzeit findet ebenso ihren Einsatz in der Tageslichtmessung.
Im ausgeschalteten Zustand misst der RC Plus Next N konstant die Umgebungshelligkeit, um diese mit der Einschaltschwelle zu vergleichen. Hat der Melder den Zustand dunkel, sprich die Einschaltschwelle für eine gewisse Zeit unterschritten, wird die Beleuchtung bei erkannter Bewegung eingeschaltet. Natürlich nur so lange, wie Bewegung erkannt wird und die eingestellte Nachlaufzeit aktiv ist. Wenn der Melder mit der Fernbedienung oder der App eingestellt wird, bleibt die Funktion aktiv. Bei Einstellungen mit den POTIs ist die Funktion nicht mehr aktiv. Bleibt die Beleuchtung jedoch für eine Dauer von 90 Minuten eingeschaltet, wird sie kurz ausgeschaltet, damit der Melder die aktuelle Umgebungshelligkeit ermitteln kann. Liegt die Umgebungshelligkeit weiter unter der eingestellten Einschaltschwelle, wird die Beleuchtung wieder eingeschaltet. Wie schon erwähnt, können Sie diese Einstellung komfortabel über die Fernbedienung vornehmen. Alles, was Sie dazu brauchen, ist zum einen ein IR-Adapter für Smartphones, ein Handy und die App, die Sie sich kostenfrei aus dem Store herunterladen können. Ja, das war's auch schon. Ich sage vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sollten noch Fragen offen sein, schreiben Sie bitte einen Kommentar. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.